Hallo, mein Name ist Samuel Schabel. Ich leite hier an der TU Darmstadt das Fachgebiet Papierfabrikation und möchte Ihnen gemeinsam mit meinem Kollegen Andreas Bläser einen neuen Studiengang vorstellen, Biomaterials Engineering. Was verbirgt sich dahinter, Biomaterials Engineering? Wir wollen eine Bandbreite abdecken von Technologien, die man braucht, um Kreislaufwirtschaft zu machen mit biobasierten, pflanzenbasierten Materialien, wie zum Beispiel Papier. Neue Werkstoffe zu entwickeln, Produkte daraus zu entwickeln, faserbasierte Lösungen in der Technik bis hin zu künstlich erzeugten Geweben durch biomedizinischen Druck, die dann vielleicht später mal defekte Organe im menschlichen Körper ersetzen können. Was ist die Motivation für einen neuen Studiengang? Wir haben uns orientiert an den Zielen der Vereinigten Nationen, den sogenannten Sustainable Development Goals, die 2015 verabschiedet wurden, die für alle Staaten gelten und die zunächst für einen Zeitraum bis 2030 festgelegt wurden. Wenn wir uns diese Ziele angucken, dann sehen wir, dass sehr viele Ziele sich nur erreichen lassen mit weiteren Fortschritten in der Technik und in den Ingenieurwissenschaften. Dazu wollen wir junge Menschen in die Lage versetzen, hier die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Was sind Inhalte unseres neuen Studienganges? Wir werden eine große Bandbreite abdecken, auch dadurch, dass man sich im Rahmen von Wahlfächern spezialisieren kann. Auf der einen Seite beginnend mit Materialien, die wir schon lange kennen, wie Papier, die aber im Bereich der Verpackung eine große Rolle spielen, mit denen Kunststoffe vielleicht ersetzt werden können in Zukunft, mit denen wir neue Werkstoffe entwickeln können, faserverstärkte Werkstoffe, vollständig auf Papier basiert, wie zum Beispiel ein Ruderboot, was wir hier sehen können, bis hin zu Baumaterialien wie dieser Balken. Der ist aus Holz. Holz ist aber zunächst in Papier umgewandelt und dieser Balken wiegt etwa nur die Hälfte wie ein vergleichbarer Holzbalken, trägt aber die gleiche Last. Also solche Methoden werden uns helfen, Ressourcen einzusparen, Leichtbauprinzipien anzuwenden, effizienter zu sein und gleichzeitig nachhaltige Werkstoffe zu verwenden. Dieser Studiengang ist ein ingenieurwissenschaftlicher Studiengang. Große Teile des Studiums werden gefüllt mit Inhalten aus den Ingenieurfächern, vornehmlich aus dem Maschinenbau. Es beginnt mit Mathematik. Man sollte also Mathematik mögen. Naturwissenschaften wie Physik, Chemie, Biologie, auch ein kleiner Einblick in die Medizin. Geht dann weiter mit Maschinenbaugrundlagen aus der Thermodynamik, aus der Strömungslehre. Aber auch, wie konstruiere ich ein Produkt, wie gestalte ich Dinge, wie prüfe ich Materialien und Werkstoffe, bis hin zur Grundlagen der Digitalisierung und Automatisierung. Wie wende ich künstliche Intelligenz an, wie programmiere ich Maschinen, wie erstelle ich Modelle von der Wirklichkeit. Die Biofabrikation beschreibt die Züchtung von lebendem Gewebe und Teilorganen unter Anwendung technischer Verfahren. Hierbei werden lebende pflanzliche, tierische oder auch humane Zellen dreidimensional zusammengeführt, um die komplexe Geometrie eines natürlichen Gewebes nachzubilden, um im Nachgang dann in Brutschränken oder dynamischen Bioreaktorsystemen zu lebendem Gewebe heranzureifen. Im Studiengang Biomaterials Engineering werden den Studierenden die ingenieurwissenschaftlichen, biochemischen und softwareseitigen Grundlagen gelehrt, um in diesem hochinterdisziplinären Forschungsfeld in Zukunft arbeiten, forschen und entwickeln zu können. Eine Technologie, die uns in dem Zusammenhang der Biofabrikation ganz besonders interessiert, ist der 3D-Biodruck. Der 3D-Biodruck ist vergleichbar mit konventionellen 3D-Druckverfahren, hat jedoch einen entscheidenden Unterschied. Im Gegensatz zu rigiden Polymeren oder Metallgerüsten werden hierbei lebende Strukturen, lebende Zellen dreidimensional verdruckt, um eine gewebeähnliche Struktur aufzubauen. Die lebenden Zellen werden hierbei mit einer hochwasserhaltigen Polymermatrix, sogenannten Hydrogelen, vermischt und in Kartuschen, in Druckkopfkartuschen, eingeladen. Das Ganze geschieht unter Sterilbedingungen und kann dann von der Sterilbank zum 3D-Drucksystem überführt werden. Im 3D-Drucksystem werden die eingeladenen Materialien, das heißt Zelle und Hydrogel, tropfenweise und Schicht für Schicht gemäß eines zuvor definierten virtuellen Modells dreidimensional aufgebaut, um eben dieses virtuelle Modell nachzubilden. Die mittels Biofabrikation oder 3D-Biodruck erzeugten Gewebestrukturen
können für zwei ganz unterschiedliche Anwendungsfelder im Bereich der Medizin eingesetzt werden. Das sind zum einen sogenannte In-vitro-Gewebemodelle, auch als Organs on a Chip bezeichnet, die genutzt werden können, um zum Beispiel pharmakologische Wirkstoffe nicht mehr im Tierversuch, also an lebenden Tieren, sondern in sogenannten In-vitro-Modellen, also außerkorporalen Gewebemodellen, erproben zu können. Ein anderes Anwendungsfeld sind die sogenannten biogedruckten Gewebeimplantate. Hierbei handelt es sich um 3D-gedruckte Strukturen, die nicht zur Testung von Substanzen eingesetzt werden sollen, sondern die tatsächlich in den Tierversuch und später in den Patienten überführt werden sollen, um dort als Implantat ein geschädigtes Gewebe ersetzen oder die Regeneration dieses Gewebes unterstützen sollen. Der Studiengang, den wir vorgestellt haben, ist sehr interdisziplinär geprägt. Von daher finden sich auch vielfältige Möglichkeiten, Berufe und Jobs zu finden in der Industrie und in der Forschung. Das geht los mit Maschinenbauunternehmen, Anlagenbauunternehmen, die solche Prozesse herstellen, die entsprechenden Maschinen liefern, zum Beispiel für Papier, für Verpackungen, für Werkstoffe, für Materialien. Geht weiter über Forschungseinrichtungen, die sich beschäftigen mit innovativen Lösungen, bis hin zu Unternehmen, die sich mit der Automatisierung von Industrieprozessen beschäftigen. Wie Sie heute gesehen haben, wird im Studiengang Biomaterials Engineering eine ganz breite Palette unterschiedlicher Biofabrikations- und 3D-Biodrucktechnologien erarbeitet und den Studierenden nähergebracht. Einen Aspekt, den wir hierbei besonders betonen möchten, liegt in der Skalierbarkeit der eingesetzten Verfahren. Gerade als Ingenieure möchten wir uns daher explizit auch mit skalierbaren Prozessen beschäftigen und der Fragestellung, wie lassen sich labortechnische Anwendungen, die im Labor funktionieren, nachher auch auf größere Produktions-, sogenannte Bioproduktionsprozesse übertragen. Anwendungsfelder im Bereich der Medizin und berufliche Perspektiven sehen wir vor allen Dingen im Bereich der Pharmaindustrie, die bereits heute In-vitro-Gewebemodelle nutzt zur Erprobung von pharmakologischen Wirkstoffen. Darüber hinaus sind aber auch große Medizintechnikunternehmen an den Technologien sehr stark interessiert. Ferner ergibt sich eben ein Zukunftsgeschäftsmodell, das sich um sogenannte biorobotische Systeme herum aufbaut. Und natürlich steht den Studierenden der Weg nach einem erfolgreich abgeschlossenen Studium durch eine Promotion und vielleicht anschließend weiteren Entwicklungsschritten auch in die Forschung sehr weit offen. Abschließend sei an dieser Stelle noch erwähnt, dass natürlich auch gerade in diesem hochinterdisziplinären und hochinnovativen Forschungsfeld es eine ganze Reihe von Möglichkeiten der Start-up-Ausgründung gibt.